Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben heute Donnerstag, den 18. April und es ist genau 18 Uhr. Morgen am Freitag wird nicht gehandelt, am Montag wird nicht gehandelt. Deswegen ziehe ich den DAX vor. Und das wird dann auch erstmal der letzte sein für 2 Wochen, denn ich gehe am Samstag selbst auch mal in Urlaub. Hooray! Vor euch liegt der DAX. Und wir kommen jetzt in das, was ich in den letzten 3 Filmen diese Zone des Widerstandes nannte. Und zwar zwischen 12.100 und 12.331. Seiend oben das 61,8er Retracement, unten Chartpunkt. Von dieser ganzen Bewegung hier, ne, vom All-Time-High runter bis zu den Dezember-Tiefs. Und die 12.100 war jener bekannte, einmal, zweimal, dreimal, viermal, etliche Male, sehr altbekannte Punkt von 12.100. Ist dieser hier. Das heißt, in diesem Kästchen sind wir jetzt. Hinzu kommt, und das ist jetzt die Frage, wie spitz ist hier Bleistift? Ich gehe nochmal kurz zurück. Das ist der Downtrend hier, diese schwarze Linie von den 13.600. Sind wir auch dran. Das obere Band ist weiter nach oben gegangen, muss es auch, ganz klar. Und das untere fängt jetzt ganz langsam an, hier oben, also hier unten, so ein bisschen nach oben zu drehen. Das ist noch nicht eklatant, es ist noch nicht auffallend. Hat noch keine Signalwirkung. Aber ich denke, dass dieser ganze Bereich jetzt hier eben 12.100 bis hoch zu 12.331, das ist schon ein ziemlich harter Brocken. Ja, der ist breit, aber echt. Ich habe diesen nicht long begleitet. Das wollte ich nicht. Obwohl der Kaufpunkt war die 12.32. Ich zeige Ihnen das mal hier über den 4-Stunden-Chart. Was der damit rumgekrebst hat, hier, wie lange das gedauert hat, bis der da drüber ging. Und dann auf einmal gab es die Initialzündung und durch war er. Ja. Diese 4-Stunden-Charts sind gar nicht so verkehrt, helfen einem ganz gut ins Timing rein. Das ist jetzt wieder der Tag. So, also Bänder haben wir eben behandelt. Das MACD ist noch positiv. Ja. Ich finde es jetzt nicht besonders attraktiv hier, aber es ist ohne Verkaufssignal. Der Oszillator ist auch sehr, sehr hoch. Rechnet man im Moment bei 93, fast 94. Das ist hoch, aber das heißt noch lange nicht, das ist ein Verkaufssignal. Das kommt erst, wie Sie wissen, hier unter 80. Also vor dem Hintergrund, der kann hier weiter rein, der kann hier auch komplett ausfüllen. Momentan ist das obere Band bei 12.336, das kann er machen, keine Frage. Aber ich denke, ab hier wird es jetzt richtig, richtig schwer. Vor allen Dingen nach diesem Anlauf hier. Zum Short gehen ist es meines Erachtens noch zu früh. Dafür fehlen mir irgendwelche Umkehrkerzen wie Shooting Stars, wie Dojis, wie Bearish Engulfing Pattern, wie Black Marubozu. Solche Geschichten. Das fehlt mir. Das ist noch nicht der Fall. Wirklich negativ, richtig negativ wäre es erst hier in diesem Bereich. Und das ist die 11.860. Wenn wir darunter gehen und schließen, wäre das, dann ist die ganze Bewegung hier ziemlich gefährdet. Aber so weit ist es ja noch nicht. Kommen wir mal zu Calls. Natürlich kann ich einen Schein nehmen, der hier unten irgendwie eine Basis hat. Aber das wäre mir persönlich viel zu weit weg. Ich glaube, dass man diese Erholung hier, diesen Punkt, dass man das nehmen kann als Basis für einen guten Schein, da komme ich auf den hier. 11.837. Der dürfte dann am Dienstag so um die 11.840 liegen. Der steigt ja. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Hier drunter, ja, muss ich nicht erst hier unten einen suchen. Weil der dann noch ordentlich hebelt, momentan 31. Und wenn wir wirklich das hier schaffen, dass wir über diesen Trend gehen, vielleicht sogar, was ich persönlich nicht glaube, über diese Box hinausgehen, sprich über die 12.131, reicht der völlig aus, der Schein. Hier ist er, 11.837. Das ist die Kennnummer GA4G3H. GA4G3H. Schauen wir mal nach einem Put. Wenn der hier durchgeht, durch diesen Downtrend, den wir haben, und vielleicht eine schnelle Bewegung macht, kann da durchaus ein Short Squeeze entstehen. Der kann auch locker nochmal 150 Punkte betragen. Deswegen wäre mir jetzt so ein 11.331 erscheint, das wäre mir zu heiß. Da gehe selbst ich ein bisschen höher, und zwar hier hinter, nicht hinter das erste, sondern hinter das zweite Verlaufshoch, was ich hier sehe. Und das ist 11.600. Und wenn ich den gleichen Hebel ansetze, rund 31, nehme ich den hier. Ein Open-End-Schein mit 11.627. Und das ist die Kennnummer GM477W. GM477W. Ebenfalls von Goldman Sachs, der liegt hier oben. Und jetzt habe ich noch den Freund hier.
Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Am 6. Mai geht es weiter, um 18 Uhr. Da gibt es ein Webinar mit der Börse Frankfurt mit Edda Vogt. Titel ist die Stochastik als Hilfe im Handel. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Anmelden kann man sich da entweder bei www.börse-frankfurt.de und da können Sie sich nach diesem Webinar, das ist ungefähr 15 bis 20 Minuten, wo ich über die Stochastik rede, und danach können Sie sich wieder, Sie kennen das, eine Aktie wünschen. Da schicken Sie entweder die Börse-Mail auf dieser Seite, da gibt es einen Link, oder an mich, das ist auch hier unten, unter schlegel-trading.com gibt es also auch so ein Kontaktding, oder auf dem Facebook-Chat, da werde ich es auch noch reinstellen. Dann am 11. und 12. Mai gibt es das einzige Webinar noch, was ich wahrscheinlich bis September halte. Das ist für Skype, das sind für 7 Personen. 2 sind schon da, also sind es eigentlich nur noch für 5. Da können Sie sich auch hier auf meiner Homepage anmelden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.